Ja, hallo, es geht schon wieder weiter. Und zwar geht es weiter mit Digitalisierung für die Katz. Segen oder Fluch für soziale Teilhabe, Beteiligung und Nachhaltigkeit. Und dafür sind heute hier zu Gast Carina Brumme und Thomas Blanchet vom Nexus-Institut. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Hallo. Nehmt gerne Platz. Dankeschön. Genau, bitte einmal einen schönen Applaus. Genau, und die beiden werden uns ein bisschen erzählen über Teilhabe und Digitalisierung. Wie wirkt sich die Digitalisierung auf Partizipation und soziale Teilhabe aus? Welche Stolpersteine gibt es sozusagen? Welche Barrieren, offensichtliche, aber vielleicht auch weniger offensichtliche? Und das Ganze auf Basis von einem Projekt Digitale Kommune, Digitale Region. Und damit übergebe ich viel Spaß. Ja, danke schön. Schönen Abend. Mein Name ist Thomas Blanchet und ich werde mit dem Vortrag anfangen. Und zwar Digitalisierung für die Katz, haben wir das genannt. Das ist diese Frage ein bisschen provokativ und ein bisschen so als Spaß, um zu fragen, ob diese ganzen Digitalisierungsprojekte, die in der Stadt oder in Richtung Smart City wirklich an allen Bürgern vorbeigehen oder wie die Bürger quasi diese Digitalisierungsprozesse mit annehmen oder mitmachen. Das Projekt ist von Nexus Institut. Soll ich das vielleicht? Ja, mach das mal selbst. Genau. Das Projekt wird von Nexus Institut durchgeführt. Wir sind ein Partizipations- und Beratungsunternehmen zum Thema Partizipation. Machen ganz viele Sachen im Bereich Online-Beteiligung und auch Projekte im Bereich Umwelt. Genau. Das Projekt ist von dem Umweltbundesamt finanziert. Das Projekt heißt Digitalisierung, digitale Kommunen, digitale Regionen. Ist auch von dem Open Knowledge Foundation, haben wir an Bord, arbeiten wir zusammen mit denen. Das Projekt wurde von Projektdauer ist von 2019 bis 2022. Wir haben im Rahmen dieses Projekts Unterstützung von einem Feedback-Gremium bekommen, so ko-kreative Aspekte, um die Fragen zu bearbeiten mit Wissenschaftlern und NGOs und Experten, also verschiedene Experten aus dem Bereich Digitalisierung und Kommune. Das Projekt ist ein exploratives Projekt, mit dem Sie einen Überblick über die soziale und kulturelle Auswirkungen der Digitalisierung in verschiedenen kommunalen Sektoren zu verschaffen, um die Effekte der Digitalisierung auf das alltägliche Leben der Bürger zu untersuchen. Also wir haben wirklich geguckt, wie die Bürger und auch die Kommunalverwaltung diese ganze Smart City Prozesse aufnehmen und wie sie damit umgehen. Der Ausgangspunkt, also warum so ein Projekt? Nämlich, weil man festgestellt hat, dass die Literatur, sei sie graue Literatur oder wissenschaftliche Literatur, zum Thema Smart City sehr oft einen Fokus auf Stadt, Technologie und wirtschaftliche Aspekt hat und vor allem die positive Wirkung unterstützt und weniger die Probleme, die negative Wirkung auch weniger, obwohl das ist nicht mehr so war auf die ländliche, auf den ländlichen Raum und auf kleine Kommune und wenig über die Menschen, sondern eher auf die Technologie. Wenn die Menschen oder die Umwelt betrachtet ist, war auch die Annahme, dass es eher so, wie die Technologie Umweltprobleme lösen kann oder soziale Probleme lösen kann und nicht andersrum. Ziel des Projekts war, so zu untersuchen und einfach zu gucken, wie man diese Waage, was man da gezeichnet hat, ein bisschen gerade rückt. So, die Fragen, die wir uns im Laufe dieses Projektes angeschaut haben oder versucht zu beantworten, sind, wie wirkt die Digitalisierung auf Partizipation und soziale Teilhabe? Also einerseits, wie die Digitalisierung auf Partizipation wirkt, andererseits, wie Partizipation einfach Einfluss auf Partizipation Einfluss auf Digitalisierung haben kann, aber auch wie diese Akteuren vor Ort, Kommunen, Verwaltungen, lokale Entscheidungsträger und auch Bürgerinnen und Bürger diese Digitalisierungsprozesse mitgestalten können, damit es zu einer nachhaltigen digitalen Kommune führt.
Die Oberfrage war so eher so ein etwas abstrakte und Zielfragen. Und zwar, wie können Kommunen im Zeitalter der Digitalisierung ein gutes Leben für Bürger und Bürgerinnen gestalten? Wir haben für dieses Projekt verschiedene Methoden benutzt, um Daten zu sammeln. Das ist so eine Art Mix-Methode, aber wie gesagt, das war eher explorativ. Von daher haben wir vor allem qualitative Untersuchungen durchgeführt. Wir haben erstmal so Dokumenten und Internetrecherche über den Stand der Dinge im Bereich, sowohl wissenschaftlich als auch graue Literatur. Wir haben Interviews durchgeführt mit verschiedenen lokalen Entscheidungsträgern, vor allem im Bereich Smart City, um zu gucken, wie weit die sind, welche Strategie die verfolgen, welche Probleme die treffen in der Umsetzung oder Entwicklung dieser Digitalisierungsstrategie. Wir haben versucht, verschiedene Arten von Städten abzugreifen, also nicht nur große Städte, sondern eher kleinere Städte, um verschiedene Erfahrungswerte zu sammeln. Wir haben auch mit Wissenschaftlern Experten Interview gemacht. Fokusgruppen haben wir auch durchgeführt. In Darmstadt, in Bad Belzig und in Berlin unter anderem. Um diese qualitative Studien zu ergänzen, haben wir quantitativ auch gearbeitet, insbesondere in einer Delphi-Studie, um Experten in zwei Runden einfach abzufragen, wie sie die zukünftige Entwicklung von Digitalisierung in Städten sehen. Bei der ersten Runde waren 20 Teilnehmer, bei den zweiten ein bisschen weniger, glaube ich. Am Ende haben wir auch eine Bedarfsanalyse gemacht mit, glaube ich, 80 Befragungen, ein bisschen mehr sogar, um die Leute, nicht die, die spezialisiert sind im Bereich Digitalisierung, sondern die nicht spezialisiert. Wir haben versucht, einfach die Leute, so durch eine Bedarfsanalyse die Leute abzufragen, die einfach von Digitalisierung, so die mit der Digitalisierung zu tun haben müssen, kein Experte oder kein Knowledge haben, um zu wissen, wo das hakt und wo die Probleme sind. Dann würde ich mal an meine Kollegin Carina Brumme erstmal weiterreichen. Ja. Ich muss mal ein bisschen über Kopf arbeiten. Wir haben ein bisschen am Anfang zusammengetragen, welche Herausforderungen man so in der Literatur findet und mit welchen Sachen sich so die Kommunen auseinandersetzen müssen, aber was die Digitalisierung auch allgemein für Gefahren birgt. Da haben wir die Folgen von den technischen Herausforderungen, die zu Spaltung führen können, einfach weil in bestimmten Seiten die Netzqualität nicht gut ist, das klassische Beispiel. Die Unkontrollierbarkeit bestimmter Technologien, auch die Frage, wie das dann mit Erweiterungen oder Updates weitergeht. Auch die Frage des natürlich ungebremsten Datensammelns, die ja nicht nur Werbung ins Haus spült, sondern zu Scoring, Redlining und anderen Sachen führen kann. Also Ratings, die sich im Endeffekt auch auf Quartiere auswirken können, wenn alle Leute unter einer Postleitzahl dann auf einmal keine Kredite mehr kriegen oder zu schlechteren Konditionen. Und natürlich die digitale Spaltung, die, was man jetzt auch in Corona wieder gesehen hat, ne, sich an der Verfügbarkeit von Geräten festmacht auf soziokulturellem Gebiet, Land, Stadt, von Armut betroffen oder eher begütert. Auch hier kann einfach nicht jeder teilhaben. Und das ist ja auch die Frage, wie können denn alle sozusagen über die Digitalisierung nutzen, um das Verbindende auch, um davon zu profitieren. Weil es ist ja auch so, dass die Menschen, die rausfallen, ja auch echte Benachteiligung haben und an bestimmten Sachen nicht mehr teilnehmen können. Und wir haben uns für heute eine spezielle Herausforderung jetzt bin ich falsch. Hilfe. Und wir haben uns für heute ein paar ganz bestimmte Herausforderungen rausgesucht, nämlich denen sich die Kommunen stellen und wie sie das machen, haben wir uns angeguckt, weil die große Frage ist natürlich, wieso klappt das eigentlich nicht so richtig mit den Kommunen und speziell mit den kommunalen Verwaltungen? Warum geht die Digitalisierung da so schleppend voran? Und dafür haben wir, hier geht mein Zettel los, da kann ich wieder nach vorne gucken, hier haben wir zwei Sachen speziell zusammengetragen, nämlich die
Online-Befragung der kommunalen und zivilgesellschaftlichen Akteuren zu Herausforderungen, Chancen und Bedarfen und die Ergebnisse aus der Delphi-Studie, die das bisschen von außen betrachten, was die Kommunen betrifft und sozusagen mit Erfahrungen und auch so eine analytische Außenperspektive sozusagen einnehmen. Und wir haben die Befragten direkt dazu befragt, wie das so die Art ist, wie denn das aussieht mit Problemen und Herausforderungen. Und 68% davon sagen, ja doch schon öfter bis gelegentlich klappt was nicht. 14% selten, 3% behaupten nie. Das halte ich für ein Gerücht, aber wir haben uns erstmal auf die konzentriert, die sagen, sie haben öfter bis gelegentlich Probleme gehabt. Und die haben ihre Angabe dann auch nochmal kommentiert und so als Einstieg in das, was jetzt als nächstes kommt, habe ich hier mal so ein typisches Beispiel rausgenommen, was eigentlich schon zeigt, was falsch läuft. Der oder diejenige schreibt also, Teams, das meint hier das Tool, wurde vor 2 Jahren eingerichtet. Alle Aufgaben und alle Kommunikation sollten darüber stattfinden. Das war die Planungsebene. Leider ist es zu teuer und alle anzumelden und auch alle gründlich anzuleiten. Das ist die Realität, die nicht bedacht wurde. Bis heute wissen einige Kollegen nicht, wie man Aufgaben anlegt. Der Austausch mit den Mitarbeiterinnen, die nicht im Leitungsteam sind, findet über andere Medien statt. Also hier verliert das Tool quasi schon seine Nützlichkeit, weil einfach gar nicht alle drin sind, wozu es ursprünglich gedacht war. Und das erschwert den Austausch mehr, als dass es erleichtert oder motiviert und führt zu Doppelarbeiten. Also das ist, sage ich mal, eine ganz, ganz klassische Geschichte. Also es wird ein Tool ganz anders angewandt, als sich das Tool das ursprünglich gedacht hat. Und wenn man jetzt aufdröselt, was denn so für Arten von Herausforderungen kommen, dann hätten wir eigentlich mehr erwartet, dass viel mehr technische Problematiken auftreten. Aber hier kann man schon sehr gut sehen, dass ein ziemlich großer Teil sich entweder auf das Verhalten der Beschäftigten, Umgang miteinander und Kompetenzen bezieht, auf interne Verwaltungsstrukturen und Arbeitsabläufe. Nur 8 der Aussagen haben sich mit technischen Anforderungen, dass es dort Probleme gibt, geäußert. Finanzierung waren nur 4 und Fehlfunktion und Störung sogar noch 3. War ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Und um das mal noch ein bisschen klarer gegenüberzustellen, das Verhältnis, dann sieht man, dass also ein überwiegender Anteil davon abhängt, wie die Leute mit der Digitalisierung umgehen. Also was die damit machen, und das heißt noch nicht mal, dass das was Schuldhaftes ist, sondern das heißt, dass dort also nicht genug Schulung, nicht genug Wissen, dass man dort von bestimmten Wegen nicht abgeht, da kommen wir gleich noch dazu. Also das Verhältnis ist ziemlich auffällig. Und ich will die beiden personengebundenen Sachen nochmal, was das im Detail ist, ein bisschen zeigen. Also was jetzt interne Arbeitskultur, also den Umgang miteinander betrifft, kommt 19 Mal, die Umstellung wird nicht akzeptiert. Ich bitte zu beachten, dass es sich einmal dabei um den IT-Administrator handelt. Das finde ich besonders interessant. Also die Maßnahme wird abgelehnt, die Digitalisierungsmaßnahme. Weniger als immer nachgesagt wird, sagen, hier reichen die Kompetenzen nicht aus. Das sind 11. Und die Zusammenarbeit funktioniert nicht mehr wie gewohnt und deswegen verweigern die Leute das. Was auch noch personengebunden ist und von Personen erfüllt und ausgeführt wird, sind dann die internen Strukturen und Arbeitsabläufe. Da ist der größte Teil Konzeptionsfehler. Das heißt, am Anfang wird was gedacht, wie jetzt bei Teams, und dann stellt man fest, Mist, da können nur 3 mitmachen von den 100, weil das ist zu teuer und dauert zu lange, die zu schulen. Und schon ist es eigentlich verpufft. Also schon ist nicht Teams dran schuld oder nicht das Kommunikationstool, sondern und auch nicht, dass die Leute nicht wissen, wie man es bedienen soll, sondern eigentlich, dass man nicht darüber nachgedacht hat, dass das eventuell auch was kosten kann. Und das ist eine Kompetenzfrage auf der Leitung. Dann haben wir ganz oft den Fall, dass die Leute schreiben,
dass die IT-Beschaffung, Geräte als auch Software mit bestimmten Verwaltungsvorschriften nicht kompatibel sind, weil die sich halt auch nicht den ganzen IT-Kram angeguckt haben und die alten Verwaltungsvorschriften sich da ganz schlecht drüber überbügeln lassen. Wenn sie sich Regularien für das Ablegen von Ordnern angucken, dann ist das schwierig, das unbedingt so zu übertragen, dass das dann im digitalen Bereich auch funktioniert. Und natürlich, auch das hatten wir vor uns eigentlich in dem Beispiel schon gesehen, Aufgaben und Arbeitsabläufe klappen mit den neuen Tools nicht. Das kommt hier auch noch vor. Und im Endeffekt, es gibt etwas, was ich geradezu als das Mahnmal, ich möchte behaupten, das hat jemand zusammengekünstelt, aber nein, es ist echt, dieses Foto auf der rechten Seite zeigt eigentlich, was passiert. Hier wird analog und digital auf das Sträflichste vermischt und funktioniert sogar überhaupt nicht. Ich sage nur, Einwurf für Online-Formulare ist, glaube ich, der Höhepunkt, und diese 103 Minuten Wartezeit darüber, das ist, man könnte meinen, das hat jemand gebastelt. Und eine Aussage aus der Delphi-Studie, die es, wie ich finde, ganz wunderbar trifft, ist, dass das Problem die Anwendung des digitalen Know-hows auf die verwaltungsinternen Strukturen und Prozesse ist und dass die wirklich aus dem letzten Jahrhundert sind und sich in bestimmten Teilen auch nicht geändert haben. Also dieses hierarchische Silo-Denken, dieses Information-Kleinhacken, das ist ein großes Problem. Und ein Kulturwandel in der Verwaltung ist unabdingbar. Auch das kann man sich gar nicht anders denken, weil sonst kann die Digitalisierung dort nicht funktionieren, weil sonst kann man da nicht arbeiten. Und das Gefährliche an der Sache ist eigentlich, dass das sich verstärkt. Die Entwicklung schreitet mit großen Schritten voran und das immer schneller. Und es setzt so eine soziotechnische, selbstverstärkende Entwicklung ein. Das heißt, die IT-Kompetenzen fehlen in den Einrichtungen und Verwaltungen und die müssen also externe, kostenpflichtige IT-Leistungen müssen sie dazu kaufen. Das führt zu Abhängigkeiten, zu Fehlentscheidungen, weil im Haus keiner weiß, was er da eigentlich bestellt oder tut. Und dann kommt noch dazu, dass das Festhalten dann, also es verursacht Kosten, das Geld fehlt für andere Sachen. Im kommunalen Arbeitssektor wollen auch weniger kompetente IT-Kräfte deswegen arbeiten. Die Bezahlung ist nicht so toll, aber vor allen Dingen ist die Kultur teilweise schwierig. Also der Umgang ist, das sind, glaube ich, zwei völlig andere Ebenen. Also meiden Leute, die sich da gut auskennt, diesen Sektor sehr häufig. Und das führt zu einer weiteren Abnahme der IT-Kompetenz in den kommunalen Verwaltungen. Und Sie sehen schon, es bewegt sich eine schreckliche Abwärtsspirale, die sich immer schneller dreht, weil irgendwann ist die Entwicklung an anderen Stellen so weit weitergegangen, dass das nicht mehr miteinander funktioniert. Es gibt jetzt schon vereinzelte Aussagen in den Kommentaren, die gesagt haben, also ihr internes IT-System, was vermutlich urstalt ist, funktioniert mit der Außeninfrastruktur schon nicht mehr. Also die ersten Ansätze sind sozusagen schon da. So, was haben wir als nächstes? Moment, meine Blätter. Luftpause. Ah, jetzt kommen wir zu den Bedarfen. Wir haben die Kommunen gefragt, was sie sich denn wünschen, was ihnen denn helfen würde bei der Digitalisierung. Und was Sie hier sehen, sind die Sachen, die Sie sich, also die am häufigsten genannt wurden. Das ist Erfahrungsaustausch mit ähnlichen Digitalisierungsvorhaben. Dann Information über erfolgreiche Digitalisierungsmaßnahmen, also Good Practices, Checklisten zum Ablauf der Umsetzung und Praxisanleitung und Leitfäden. Also quasi das, was in den Verwaltungsvorschriften ja sonst auch da ist und woran Sie sich langhangeln können, weil man darf auch nicht vergessen, der Druck in der Verwaltung ist natürlich auch, Fehler machen bedeutet nicht Hurra, dann können wir was korrigieren. Fehler machen bedeutet ganz schlimm, jemand hat einen Fehler gemacht. Deswegen ist dieses Checklisten und alles nochmal nachprüfen können und auch zeigen können, ganz wichtig. Aber natürlich sehr hinderlich, wenn man irgendwie ein freies Arbeiten initiieren möchte. Und hier ist ein bisschen viel drauf, aber ich versuche es mal zu erklären. Auf der linken Seite sehen Sie Lösungsvorschläge, die jetzt das
Feedback, dass aus der Delphi-Studie von den Experten von außen gekommen sind. Die sagen also, wir sollten gesetzliche Vorgaben transparent machen und das den Kommunen erklären. Erfahrungsaustausch zur Beteiligung mit anderen Stakeholdern, also so arbeiten, dass sich Sachen auch entwickeln, Schulungsmaßnahmen, kontinuierliches Weiterbilden, Projektplanungskompetenzen sollten da auch gestärkt werden und die Transformation der Verwaltung, Offenheit, Transparenz, Fellowships und so weiter und so fort. Und demgegenüber haben wir jetzt mal gestellt, das, was am wenigsten beliebt war von den Bedarfsoptionen, die wir angeboten haben. Und da sieht man also mehr Informationen zum Thema Digitalisierung, also noch mehr über neue Gesetzesvorgaben, ist nicht so beliebt. Leitfäden zur Beteiligung sind auch nicht so beliebt, Beteiligung an sich auch nicht so sehr. Auch externe Beratung, gerade bei Planungsverfahren, ist auch weiter hinten. Und was die Transformation der Verwaltung und das andere Gestalten betrifft, Arbeitsgruppen waren auch nicht so beliebt. Also alles, was sozusagen ein gemeinsames Planen und Entscheiden betrifft, war eher abgeschlagen. Ein bisschen haben wir uns das auch noch zur Nachhaltigkeit angeguckt und wir haben die 17 Nachhaltigkeitsziele angeboten und gefragt, welche von denen denn in den Digitalisierungsprojekten der jeweiligen Einrichtungen verfolgt werden. Und da kann man sehen, dass Gemeinwohl und Gesellschaft, an der Seite ist das nochmal ein bisschen aufgedröselt, also Gemeinwohl zu Sachen wie Gesundheit, hochwertige Bildung, Gleichstellung Mann und Frau und gesellschaftliche Stabilität, also Ungleichheiten weg, stabile Institutionen, das steht ganz weit vorn beim Thema Nachhaltigkeit. Dann kommt der Umgang mit Ressourcen, also nachhaltiges Wirtschaften, Energie, Wasser und so weiter und so fort. Globale Ziele ein bisschen weiter hinten, aber auch Klima allgemein. Klima und Artenschutz eher nicht, also man sieht, das, worauf sie sich konzentrieren, was ja auch nicht irgendwie anzugreifen ist, sind wirklich Dinge, die die Kommunen selbst betreffen. Aber Nachhaltigkeit war schon bei über 70% derer, die wir befragt haben, durchaus ein größeres Thema gewesen. Und damit gebe ich nochmal an meinen Kollegen zurück. Ja, dann mache ich weiter. Wir haben uns auch natürlich angeschaut, was ist die Chancen, was gibt es für Best Practices, was wird angeboten von Seiten der Städten oder der lokalen Akteuren, kommunalen Akteuren. Wir wollen einfach das auch nicht nur schlecht machen, sondern einfach gucken, inwiefern Digitalisierung ein Motor für Partizipation in Kommunen sein kann. Wir haben auch ein paar Effekte gesehen oder ein paar Faktoren gesehen, zum Beispiel, dass wir haben bemerkt, dass das digitale Prozess oft vor allem auf dem ländlichen Raum ganz gut Mangel in der Versorgung manche analoge Dienstleistungen kompensieren können. Also im Sinne nicht von mehr Effizienz, sondern im Sinne von so richtigen gesellschaftlichen Bedarf abdecken. Das sieht man im Bereich Gesundheit oder digitale Verwaltung, Mobilität, Vernetzung von manchen Bürgerinnen und Bürgern auch. Wir haben auch gesehen, dass in manche Kommune auch Digitalisierung aufgegriffen wird, neue Dynamismen zu schaffen und auch so soziale Strukturen und kulturelle Strukturen zu verstärken. Als wir zum Beispiel in Bad Belzig gesehen haben mit dem Coconut, was sehr gut die digital und analoge Welt zusammenbringt, zu seinem Gunsten. Wir haben auch geguckt in der Literatur, aber durch diese verschiedenen Interviews und Fokusgruppe, was für mögliche Instrumente es geben könnte, um ein partizipative und inklusive Digitalisierung zu ermöglichen. Wir haben da ein paar Beispiele zusammengesammelt. Es gibt noch viel mehr. Das sind drei wichtige Aspekte, die man aufgreifen können oder die rausgekommen sind. Sie zuerst sich an den Bedarfen und Fähigkeiten aller Leute zu orientieren. Da kann man das zum Beispiel durch Peer-to-Peer-Education-Konzepte, Guidelines, obwohl Guidelines interessant, weil man sieht, dass die Kommune oder die Kommunenakteuren das nicht so als wichtig betrachten. Aber trotzdem taucht das bei manchen Experten oder in der Literatur als ein wichtiges Instrument.
Internet-Erfahrungsorte wäre auch sowas, wo man einfach Bedarfen und Fähigkeiten der Bürger quasi verstärken könnte. Eine Unterstützung zu digitaler Teilhabe anbieten, das wäre auch ähnliche Peer-to-Peer- oder Internet-Erfahrungsort. Und letztlich diese digitale und analoge Format verbinden, als wir zum Beispiel in Bad Belzig gesehen haben. Wir haben auch die verschiedenen Angebote geguckt. Wir haben einfach ein Screening von dieser digitalen Smart City Plattform und Smart City Datenbank geguckt, was sie da anbieten als Best Practices Projekte und als Lösung. Es wird schon viel angeboten, allerdings durch einen kritischen Blick sieht man schon, dass die Umwelt- und soziale Aspekte, als wir das am Anfang gesagt haben, eher so instrumentell sind. Es geht sehr oft um ein Technological Fit, also wie eine Technologie quasi ein Problem, ein Sozial- oder Umweltproblem lösen kann. Und auch dieses Problem in sich, dass es vor allem auf Lösungen fokussiert und weniger auf Probleme und Herausforderungen, die eine Kommune begegnen kann. Das haben wir exemplarisch genommen. So das Smart City Kompass ist auch eine von diesen Plattformen mit verschiedenen Funktionen und Leitfäden und so weiter. Und das fanden wir sehr schön und das haben wir hervorgehoben, dass sie eine Funktionalität zur Herausforderung. Oft geht es darum in dieser Plattform, dass man einfach die Lösung teilt und versucht man einfach zu sagen, oh, das hat super funktioniert, könnt ihr das auch umsetzen. Aber es geht wenig darum, oh, ich habe ein Problem, wie kann ich das einfach lösen und wie können wir uns austauschen. Diese Funktionalität steht auf dieser Webseite, was sehr gut ist, wird allerdings nicht befüllt. Das ist einfach, einerseits hat man ganz viele Lösungen, 900 Lösungen bei manchen Plattformen, aber Probleme oder Herausforderungen werden einfach nicht so richtig so wahrgenommen. Und kann auch schwierig sein, so Lösungen zu entwickeln, wenn man auch die Probleme am Anfang nicht so richtig verstanden hat. Am Ende haben wir auch uns ein bisschen über den Tellerrand angeschaut und geguckt, was sind Beispiele international, nicht nur in Deutschland. Und durch Literaturreview ein paar Beispiele rausgepickt. Das ist ein Artikel, was neulich veröffentlicht wurde, Juni 2022. Und ich fand den Titel sehr schön, Toronto wants to kill the smart city forever. Das ging darum, ein neues Viertel oder ein Smart Viertel zu entwickeln mit ganz viel Elektromobilität und alles wird so gerechnet und so in erneuerbaren Energie, also so wie man sich das vorstellen könnte. Die Stadt hat einfach eine Ausschreibung gemacht und wurde von einem Tochterunternehmen von Google gewonnen. Die haben einen 2,5 Jahren Prozess angebahnt, also nach 2,5 Jahren haben sie aufgegeben aus sozusagen ökonomischen Gründen, aber es ging auch immer mehr Misstrauen und immer mehr Akzeptanzprobleme bei den Lokalverwaltungen einerseits, aber bei der Bevölkerung, die gesehen haben, die Daten, die daraus generiert werden, in diese sehr schöne Viertel wird einfach so für, das gab so Unsicherheiten beziehungsweise der Datenschutz und so. Das Projekt wurde abgebrochen und dann haben sie ein neues Projekt entwickelt, der viel mehr auf naturbasierten Lösungen basiert sind und auch die Bürger vor Ort auch viel mehr angebunden und was sind die Bedürfnisse und so weiter. Das Projekt ist schon in Entwurf, man weiß nicht, vielleicht wird es auch in die Hose gehen, aber man fand einfach diesen Artikel sehr schön, also sehr provokant und auch sehr schön, weil er zeigt auch inwiefern so diese Top-Down-Technik dominierte Prozess quasi gegen die Stadt und seine Mixität und seine Diversität an Kultur und sozialen Background gehen kann. Die sagen auch so, the project tech first approach antagonized many with its very top-down approach, Cywork failed to comprehend Toronto's civic culture. So, es wurde nicht so richtig so auf die Morphologie der Stadt beachtet. Zwei andere berühmte Best Practices Musterbeispiele von intelligente und nachhaltige Städten sind Masdar in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Songgud. Das sind auch zwei Städte, die von Scratch kreiert worden sind und so nicht so richtig auf die sehr technologiebasiert worden sind und die nicht auf die Menschen und ihre Bedürfnisse fokussieren.
Genau, so zum Beispiel sieht man auch in der Stadt, dass diese Städte, glaube ich, fast leer sind, obwohl die so sehr futuristisch sein. Und wirft auch die Frage, so inwiefern es was bringt, Städte zu gestalten, die von Technologie dominiert sind und wo die Bürger wenig Kontroll- und Mitgestaltungsmöglichkeiten haben, um die am Ende von niemandem mehr bewohnt, also die wollen am Ende niemandem mehr wohnen. Das sind sehr schöne Projekte, aber die anscheinend nicht schleppbar sind, also noch nicht schleppbar. So, ich habe gesehen, dass wir noch 2 Minuten hatten. So, jetzt sind wir bestimmt durch. Als Zusammenfassung, so die Main Takeaway, was wir einfach übermitteln wollen, ist einerseits, dass wir so in Bezug auf Herausforderungen, dass man so sowohl technisch, aber vor allem soziale Probleme aufgedeckt haben, dass sehr wichtig, dass die Digitalisierung an die Bedürfnisse den Leuten vor Ort angepasst werden sollen und nicht umgekehrt. Also Digitalisierungsprozesse ohne lokalen Akteure und ihren Interesse so bringt auch nicht so viel, als wir in diesen 2 letzten Beispielen gesehen haben. Auch die Ziele der Digitalisierung und ihre Prozesse sollten partizipativ erarbeitet werden. Das sieht man auch immer mehr in dieser Digitalisierungsstrategie, die in ganz vielen Städten entwickelt werden, umgesetzt werden. Es gibt immer so einen sehr großen Teil zu beteiligen, was auch ein gutes Zeichen ist, dass die Bürger von Anfang an mitgenommen werden. Sonst die Kombination aller analoger und digitaler Optionen ist besonders wichtig, weil Gemeinschaft und das gesellschaftliche Zusammenhalt meist analog passiert und weniger online. Und letztlich, dass Teilhabe und Partizipation Voraussetzungen für eine nachhaltige digitale Kommune sind und dass Top-Down und technikzentrierte digitale Stadt am Ende so, es riskiert, dass am Ende niemand mehr in dieser Stadt wohnen möchte oder dazu beitragen will und wie diese paar internationale Beispiele gezeigt haben. Dann gebe ich noch an meine Kollegin, zeigen wir Ihnen noch die Katze, für die Digitalisierung ist. Den Titel hat unser Kollege Daniel entworfen. Das sind Heidi und Kowalski und die lieben Digitalisierung auf meinem Schreibtisch sehr. Und damit sind wir durch. Vielen Dank.